vor der Zeit, die Ihnen bekannt ist aus den Singleplayer-Spielen, also beispielsweise aus Elder Scrolls 5, Skyrim. Das heißt, wir sind in der Zeit zurückgegangen, in die Zeit, wo es keinen Kaiser gab, wo der Mobiltor verwaist war, wo der Kampf ist. Aber trotzdem müssen wir ja der Reihe treu bleiben können, nichts machen, was dann in der Zukunft vielleicht ganz anders aussieht. Ja, interessant auf jeden Fall. Lieber Kai, ich möchte dich damit soweit. Schau du mal, dass du dich connectest mit dem guten Lawrence. Ihr könnt gleich auf jeden Fall grüßen. Die Webcam ist ins Publikum soweit gerichtet, glaube ich. Ne? Das heißt, wir können gleich einmal über den großen Teich winken. Da ist es morgens um 9 Uhr. Und einmal ein Good Morning United States, Good Morning Lawrence wünschen. Ja, das üben wir nochmal hier zusammen. 3, 2, 1, Good Morning zusammen, okay? 3, 2, 1. Okay, nochmal. Good Morning, Lawrence, okay? 3, 2, 1. Super, wunderbar. Das machen wir dann jetzt sofort? Oder hat es schon mitbekommen? Ich glaube, er hat es mitbekommen. Lawrence, can you hear us? Players. Oh, awesome. Okay, let's get started. So first of all, thank you very much for volunteering to do this at a very early morning. It's 9 a.m. in the morning over in Maryland. I have lots of coffee. Coffee, yeah, that's very good. Let's get started. So ich werde die Fragen in Englisch an Lawrence stellen. Ich werde seine Antwort abwarten und dann hoffentlich so getreu wie möglich das im Deutschen wiedergeben. Wir werden mit ein paar vorgefertigten Fragen anfangen. Wir wollen aber dann am Ende der Runde auch Fragen gerne aus dem Publikum entgegennehmen. Ihr könnt sie auf Deutsch oder auf Englisch stellen, wie ihr wünscht. So, Lawrence, I just explained how this is going to work. Can you please introduce yourself? Let's get started. Hi, I'm Lawrence Schick. I'm the lead lore master and one of the lead writers on Elder Scrolls Online. I've been doing role-playing games for many years now, and this is sort of the culmination of my career to date. I really, really like this job a lot. It's great. Sein Name ist Lawrence Schick, er ist der leitende Loremaster und einer der wichtigsten Schreiber bei uns im Team. Ist schon seit langer Zeit in der Rollenspielgemeinde unterwegs, weil dieser Job ist für ihn sozusagen die Erfüllung all der Sachen, die er auf die er hingearbeitet hat, sein Höhepunkt. Er mag den Job sehr, sehr gerne. Lawrence, can you tell us what is the responsibility of the Loremaster for the Elder Scrolls Online? There are two main responsibilities. First of all, there is a 20-year history of Elder Scrolls game development before you get to Elder Scrolls Online. And so it's my responsibility to make sure that we are consistent with the history and tone and character of the Elder Scrolls games. So the erste Verantwortung liegt an Kaplan. Dadurch, dass es schon 20, die Elder Scrolls-Reihe schon 20 Jahre gibt, haben wir eine Verantwortung gegenüber, dass wir dem Ton und der Geschichte, die es in Elder Scrolls gibt, treu bleiben in unserem Spiel. Secondly, it's my job to make sure that our huge world and all of the people who work on creating it, that all of the work that they do is coherent and internally consistent with the tone and character of the Elder Scrolls. And as we make up new lore and new quests and new characters, that they fit into the world of the Elder Scrolls and seem appropriate to the players. Und die zweite Aufgabe ist es, für das Team da zu sein, darum zu kümmern, dass die verschiedenen Entwickler, die Geschichtenschreiber, die wir haben, für den Aufbau, für die Weiterentwicklung von Elder Scrolls Online, dass die sich an den Ton, an die Geschichte halten, keine falschen Sachen einbauen und natürlich auch das bringen, was die Spieler erwarten. So, Lawrence, how
do you approach these law questions that the different teams ask you? There's a lot of tricky titles, but for sure there's not everything is written down. That's right. So the most important thing is not to be so conversant with all the many facts of the lore of the Elder Scrolls, as it is to be with the feel and the tone of it. So that when somebody comes to me and says, here's what we want to do in the game, can we do this? It's not my job to say, no, you can't do that in the Elder Scrolls. There's no precedent for it. It's my job to say, well, sure, here's how we do that in the Elder Scrolls, and then to make sure that the way we do it is consistent with what's gone before. Lawrence sagt, es ist nicht so wichtig, dass wir wirklich alle uns nur an die Fakten halten, sondern es ist wichtig, dass man das Gefühl von der Welt rüberbringt. Wenn also jemand aus dem Team auf ihn zukommt und sagt, können wir dies in Elder Scrolls Online machen, umsetzen, dann ist seine Antwort nicht nein, das geht auf gar keinen Fall, sondern seine Antwort sollte sein, ist tatsächlich auch in den meisten Fällen ja. Und hier ist die Art und Weise, wie wir es umsetzen können. So, we have the regular feature of the Lawmasters Archive. It's going out every Friday. And when we take a look at it, usually these characters, all the questions about the law are answered in character. Can you explain why? Yes, the Elder Scrolls campaign setting, the world of Tamriel, is not like, say, Middle-earth or George R. R. Martin's Westeros, where you have all the information about it coming from one source, and it's all clear and it's all laid out in advance. Die Welt von Elder Scrolls ist insofern besonders, weil sie im Gegensatz zu Beispiel der Welt von Westeros von Herr Martin oder der Welt der Herr der Ringe nicht auf klaren Fakten beruht. Es gibt nicht eine einzige Quelle, die deren Erzählungen die Wahrheit kundtun, sondern es gibt viele verschiedene Standpunkte. The world of the Elder Scrolls is a collaborative design over many years by the contributions of a lot of different excellent game designers and the contributions of players and fans. So we think it's more important to have the world represented in a collaborative way. Die Welt von Elder Scrolls ist eine Zusammenarbeit, ist aus durch Zusammenarbeit entstanden, nicht nur von den verschiedenen Entwicklern, die an den Einzelspielerspielen gewerkelt haben und auch an der Online-Version, sondern natürlich auch von den Beiträgen der Fans. Therefore, all of the information about the world, all of its history, all of its background, and all of its culture, is always delivered from the viewpoint of a character in the world, because that tells you two things. It tells you some information about the world, and it also tells you some information about what that character thinks and what that character's agenda is. Daher werden alle Informationen über die Welt von Elder Scrolls aus der Sicht eines bestimmten Charakters geliefert, und zwar ganz unterschiedliche Charaktere. Das gibt einem dann die Informationen darüber, wie dieser Charakter die Welt sieht, was er glaubt, was die Wahrheit ist. Und es gibt dann natürlich auch ein kleines Hintergrundwissen über den Charakter selber und welche Sichtweisen er hat. So just like in our world, you have to listen to all the characters in the Elder Scrolls game. You have to read the lore in the books, read their letters, and decide for yourself what you think is true and real, and what you think is made up, and what somebody's just trying to persuade you. Also genauso wie in unserer Welt liegt es an euch, an den Spielern, zu entscheiden, was die Sachen, die euch erzählen werden, die Sachen, die ihr in den Büchern nachlesen könnt, ob das nun wirklich der Wahrheit entspricht oder ob da jemand versucht, euch von seinem Standpunkt zu überzeugen. So, when you answer in character, you know, you did this on the show, you do this in the Lawmasters Archive, do you come up with these characters or are they already established in the lore? Depending on
questions that we're doing on a given week. I will look for appropriate characters to answer the questions in character. And if we don't have one, then we will create a new character to answer those questions appropriately. Je nach dem Thema, je nach der Frage, die wir besprechen, die angesprochen wird, guckt Lawrence, ob es einen bereits existierenden Charakter gibt, der in seiner Funktion in der Welt diese Frage beantworten könnte. Logischerweise sind da die Bischöfe dazu da, wie wir es jetzt diese Woche hatten, um Fragen beispielsweise zu den Gottheiten zu beantworten. Und wenn es diesen Charakter nicht gibt, dann erfindet er einen. Now that we all this is about information, but it's also about coming up with things, it's about having fun in the world, isn't it? So what's your most favorite part of the job? Well, my most favorite part of the job is hovering above the world creation and working with all the different disciplines that weave together to create Elder Scrolls Online, and connecting the dots, seeing new synergies, and connecting things about the world of Tamriel that were never connected before. Sein Lieblingsteil an der Arbeit mit Elder Scrolls Online, an der Arbeit mit der Geschichte von Elder Scrolls, ist es quasi über der Erschaffung der Welt zu schweben, mit den Teams zusammenzuarbeiten und die verschiedenen Punkte zu verbinden zu einem Netz und dann herauszufinden, dass man vielleicht auch mal an Zusammenhänge, auf Zusammenhänge stoßen kann, die es vorher bisher nicht gab. Can you tell me an example of some of the weirdest questions our team have been asking you? Sometimes people, there's a great many different kinds of creatures and monsters in the world of Tamriel. And from Oblivion, from the worlds beyond, the plains of Oblivion. And sometimes people aren't clear on what the nature of some of those creatures are. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Kreaturen in der Welt. Nicht nur in Tamriel, sondern auch in den verschiedenen Ebenen des Vergessens in Oblivion. Und oft sind sich die Leute, die Entwickler, die diese Kreaturen dann zum Leben entdecken sollen, nicht klar, was für eine Natur diese Kreaturen haben. So, at one point, a quest designer needed to do something with trolls in his quest. And he wanted to know how magical they were, how real and solid they were. So he came to me and asked, do trolls poop? Also einer der Questdesigner hatte die Aufgabe, etwas mit Trollen in einer Quest zu entwickeln. Er kam zu Lawrence, um herauszufinden, wie magisch Trolle sind, beziehungsweise wie sehr sie in der echten Welt verankert sind. Und die Frage, die er stellte, ist, gehen Trolle mit der Busch? Looked and said, well, they're real creatures you can see from other Elder Scrolls games. You collect troll fat from them, so they are obviously not like Atronach from Oblivion. They are real creatures, and yes, trolls poop. Und seine Antwort darauf war, ja, ihr kennt es aus den bisherigen Elder Scrolls Spielen, dass man zum Beispiel Trollfett von ihnen sammeln kann. Insofern sind es echte Wesen in der Natur verrückt, sie sind nicht magisch, wie beispielsweise die Atronachen. Und die Antwort ist ja, sie gehen hinter den Busch. Do you have another example? We're often asked things about the Daedra, the demons from Oblivion. Important to be able to be clear about what happens to them. And Crafting wanted to know, if you kill a Daedra, what can you collect from it? Don't they just disappear and go back to Oblivion? But I was able to point out that no, you can get Daedra hearts from them in other Elder
Elder Scrolls games, and so we can collect other parts of Daedra here as well, if that's what we need for crafting. So that's where we can interpret what has gone previously and make it work into new gameplay that we need for the Elder Scrolls Online. Eine andere Frage, die von einem Designer gestellt wurde, diesmal im Zusammenhang mit dem Handwerk, war, ob man, wenn man eine Dekra tötet, die ja Kreaturen aus einer Ebene des Vergessens sind, ob man von denen auch Beute bekommen kann, beziehungsweise spezielle Sachen, die man für das Handwerk braucht. Denn als magische Kreatur, wenn man sie tötet, müsste sie ja eigentlich nur verschwinden. Und die Antwort darauf war, dass es möglich ist, dass man auch in anderen Spielen es kennt, dass man von den Dekra Sachen bekommt. Insofern war es auch für uns möglich, beim Töten von Dekra alles einzubauen, dass es Worte gibt, die man dann im Handwerk benutzen kann. Now, after all these examples, can you tell us what does your average working day look like? Do you come to work and start reading logos, or do you just answer all the questions? Well, I have a number of different responsibilities. I have to manage all of the lore books in the game, and I write quite a few of them. So right now, we are adding a number of style motifs to the game, and I am writing up the background books for those style motifs for crafting. Lawrence hat sehr verschiedene Aufgaben. Eine davon ist beispielsweise, sich um die verschiedenen Bücher mit den Hintergrundgeschichten zu kümmern. Im Moment sind wir dabei, neue Handwerksstile ins Spiel einzufügen. Und jeder Handwerksstil kommt natürlich mit einem Buch, mit einer Hintergrundgeschichte. Diese Hintergrundgeschichten schreibt er nun gerade. Also, now that we have completed the first part of the justice system and have got the console versions of the game ready to ship, the content teams are back to building new content areas, and I'm consulting with them on the background, history, and characters of those areas. Und nun, da wir das Team, das Rechtssystem eingebaut haben und die Konsolenversion kurz davor steht, jetzt am 9. Juni veröffentlicht zu werden, sind viele von den Entwicklern wieder zurück an der Arbeit, um neue Inhalte für das Spiel zu entwickeln, sei es Quests oder sonst ganz neue Gebiete. Und Lawrence arbeitet mit diesen Entwicklern zusammen, um sicherzugehen, dass sie in die Welt passen. But a lot of my day is just spent, people just walk into my office and ask me, here's what I want to do, am I doing this the right way, or can you give me some ideas about how we should do this, or let's work on some character ideas for my quest, what do you think of this, and then we just discuss it until we come to an agreement. Aber wie viel von seiner Zeit am Tag wird auch einfach dadurch gebraucht, dass Leute in sein Büro kommen und ihn fragen, was hältst du von dieser Idee, kann ich das hier so machen, gib mir Ratschläge dazu, wie kann ich einen neuen NPC, also einen Questgeber oder jemanden, der eine Geschichte bekommt, wie kann ich den glaubwürdig und in der Welt integriert aufbauen. Und er redet dann mit dem System, dass man zu einer Übereinstimmung kommt, die der Welt treu ist. I also work with the concept artists on creating new visuals, on designing new monsters, and I work with the folks in the Crown Store on coming up with new pets and new costumes and new convenience items for the players. Außerdem arbeitet Lawrence mit unseren Künstlern zusammen, mit den Concept Artists, die zum Beispiel neue Zonen entwickeln, sich überlegen, wie sollte diese Zone aussehen. Auch das muss natürlich der Floor ansprechen. Und in unserem Wohnenshop, wo ihr neue Pferde kaufen könnt, neue Begleiter oder auch neue Komfortgegenstände, auch die Sachen werden mit ihm abgeklärt. So, if someone is now in the audience here and is inspired, wants to be like you, wants to be a law master, what can you tell them? Well,
it draws upon many different disciplines. It draws upon writing, history, and world building. So I'll speak about each of those separately. First of all, writing. Writing for dialogue, writing for lore books, writing for backgrounds, all of these are different. So you have to study many different forms of writing, script writing, novel writing, and non-fiction writing. You need to read widely as you can and practice writing every day. Die Aufgaben eines Lore Masters erfordern sehr viele verschiedene Fähigkeiten. Die erste, die angesprochen hat, ist das Schreiben. Und das Schreiben, dadurch, dass es für Gespräche gibt, für die Dialoge gilt, oder auch für Bücher im Spiel, ist etwas, das man immer wieder trainieren sollte, die verschiedenen Disziplinen davon, dass das Fictional Writing, also die Erfindung von Fantasiegeschichten, genauso wie das Schreiben von Fakten oder von Enzyklopädieartikeln sozusagen. Das ist etwas, was man immer wieder üben sollte, mit viel Schreiben, aber natürlich auch begleitet mit viel Lesen. Second, for credible, believable world building, don't read too much fantasy. Read lots of real world history, because that will give you the rich and believable characters, politics, and cultures that you can weave into a game rather than just recycling fantasy tropes. Als zweites ist es sehr wichtig, dass wenn ihr lest, lest nicht zu viel Fantasy, sondern lest auch die Geschichten, besonders die Geschichten aus der echten Welt. Denn das gibt euch mehr Ideen, mehr Konzepte für eure eigene Welt, für das Gestalten eurer Welt, als wenn ihr bereits existierende Fantasy-Konzepte recycelt. Possibly most important, work on collaborating with people of all different backgrounds and disciplines. Because in order to make a game nowadays, you have to work with artists, sound designers, world designers, quest designers, people of all different approaches. And most important, you have to do everything with the player in mind. The player is the ultimate collaborator, so it's all about learning how to collaborate. Und als Wichtigstes muss man mit anderen zusammenarbeiten. Man sollte gerade bei der Entwicklung eines Spiels mit den Sounddesignern zusammenarbeiten, mit den Leuten, die Modelle machen, mit den Worldbuildern, mit den Geschichtenschreibern. All das ist in einem Spiel enthalten, muss berücksichtigt werden und hilft bei der Entwicklung. Ganz wichtig ist aber natürlich auch der Spieler, denn der steht im Zentrum des Spiels. Das ist das Ganze, warum wir diesen Job eigentlich machen. So Lawrence, let's give us an example. I've talked with our roleplay community, we have a very strong roleplay community, and they gave me three examples of questions that we might be asking you. So the first one is, what exactly is the three thing? Does every clan or tribe have one, or is just in the bigger settlements? We came up with the idea of the tree things in order to give a regular structure to the tribes of the Wood Elves. Wir haben die Baum... Ich kriege jetzt das deutsche Wort. Die Tree Fangs ins Spiel gebracht, um eine Struktur bei den Bossmann, bei den Waldelfen einzubauen. So once you get the players used to the idea that when they go to a tribe of Bosmer, that in order to get an answer they want to talk to the tree thing, then they know who is usually going to be in charge.
Also sobald man euch die Spieler dazu gebracht hat, dann zu verstehen, dass wenn man zu einem Stamm der Bosman geht, zu einem Clan der Bosman geht, dass man dann zu dem Spielern sprechen sollte, weil er derjenige ist, der die ganze Liga leitet, dann hat man den Charakter etabliert. So once you have the usual structure, then you can show how things are different by having the players go to a tribe where somebody else is in charge. Sorry, go ahead. So if you see a Bosmer who has antlers, you ask her, are those real antlers or are those cosmetic antlers? She will probably just laugh and not tell you. Wenn ihr also auf einen Bosmer mit Hörnern trefft, mit einem Geweih trefft und ihr fragt, ist das nur ein echtes Geweih oder ist das nur ein kosmetisches Geweih, dann wird sie wahrscheinlich euch auslachen und euch nicht antworten. They like to keep their secrets. Sie mögen ihre Geheimnisse. Well, thank you, Lawrence. The time is up, I'm afraid. We don't plan to take any questions from the audience, I'm sorry. But I will be next straight from English. Ich werde neben der Bühne sein und auch schnell Fragen beantworten, bevor Sie mich hier an der Bühne werfen. Lawrence, thank you very much for your time, especially this morning on early on Saturday. I think the audience appreciates it. Aus den USA, unsere Leitstarter nach Maryland, Lawrence Schick und unser Community Manager, der Kai, von unserem Hauptsponsor, der diesjährige RPC, hier das Sponsor-Line.